Vorweg kommt erstmal eine kleine Einblendung für alle, die sich mal gefragt haben, wann sowas analysiert wurde. Und ich lasse das jetzt nicht so lange, also macht einfach auf Pause, wenn ihr das alles lesen wollt. Ansonsten kommt nächste Woche eine Special-Analyse. Und am Wochenende sollte eigentlich ein neuer Kombos-Zusammenschnitt kommen. Und des Weiteren werde ich mich dann in den normalen Analysen um englischsprachige UFC-Spieler kümmern. Blunted? Ja, blunted. Mhm. Ja, ganz bestimmt. Okay. Okay. Mehr oder weniger aktiv und okay, gut. Chicken ist so ein richtiger Hive-Spieler der alten Art, also nicht ganz so gut in Sword, da war er wirklich nur Phasen gut, wenn er seinen Ping benutzt hat. Ansonsten sind die Hive-Spieler ja eher bekannt dafür, dass sie relativ gutes Bow-Aim haben und überragend mit den FNS bzw. allgemeinen Secondaries sind. Und genau das sieht man bei Geo Chicken dann auch. Hat, glaube ich, jetzt knapp 4000 Wins auf Hive und eine 3er-KD, also das ist richtig ordentlich. Ich glaube auch nicht, dass er durch Teams oder so geboostet wurde. Jehovas ist leider schon seit ewigen Monaten nicht mehr aktiv und daher ist es auch schwer einzuschätzen nach meiner Bewertung, was er wirklich kann. Aber eine Sache kann er auf jeden Fall und das ist das. Skill, den ich jemals gesehen habe bei irgendwem und das zu einer Zeit, wo es halt diese ganzen Techniken eigentlich noch nicht so gab oder die nicht so bekannt waren. Das ist das, was ich jetzt hier sehen konnte nach der Bewertung. Kann jetzt ein bisschen damit rumspielen. Wahrscheinlich wird es irgendwohin bei einer durchschnittlich weiteren Bewertung darauf hinauslaufen. Aber stellt euch mal vor, der wäre so ähnlich gut in den ganzen anderen Sachen wie Phasen und Hengis, dann würde sogar das hier bei rausspringen. Aber das werden wir leider nie erfahren.